Hi, ich bin Romina aus dem Qualitätsmanagement bei Elitair Transplant und heute möchte ich dich auf deine Reise vorbereiten nach Istanbul für deine Haartransplantation. Es sind ja immer wieder ein paar Fragen, die einem so durch den Kopf gehen. Zunächst einmal genau, warum ist es denn überhaupt in der Türkei so günstig, die Haartransplantation zu machen? Das liegt vor allen Dingen daran, dass einfach die Lebenserhaltungskosten in der Türkei viel niedriger sind als jetzt zum Beispiel in anderen westlichen Ländern, wie natürlich auch in Deutschland. Das liegt natürlich auch daran, dass die klinischen und medizinischen Instrumente auch viel, viel günstiger sind und die Mieten etc. Also es kommt alles zusammen und am Ende hat man einfach einen viel günstigeren Preis in der Türkei als jetzt, wie gesagt, in anderen westlichen Ländern. Bei uns ist natürlich alles im Paket enthalten, ja, auch ganz wichtig. Also ich fange mal an, du kommst nach Istanbul an den Flughafen, der Fahrer holt dich ab, es geht in die Klinik zur Blutanalyse, dein Blut wird getestet auf HIV, Syphilis, Hepatitis, sehr, sehr wichtig. Man muss natürlich auch vorher sagen, ob man irgendwelche Krankheiten hat, damit der Arzt natürlich Bescheid weiß. Dann wird der Test gemacht, der Fahrer bringt dich wieder ins Hotel, beziehungsweise das erste Mal ins Hotel. Du kannst einchecken, erstmal relaxen. Es gibt natürlich auch einen tollen Spa-Bereich mit Sauna, Pool etc. Kann man alles noch nutzen vor der Haartransplantation, danach bitte nicht mehr. Und am nächsten Tag geht es dann los mit der Vorbereitung und Vorbesprechung mit Dr. Balvi. Er zeichnet die Haarlinie ein, es wird nochmal besprochen, wie viele Grafts gemacht werden. Und du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, dass Maximum an Grafts transplantiert wird. Sehr, sehr wichtig, weil natürlich, wenn du in der Klinik bist, sieht er dich persönlich. Er kann die Haare nochmal anfassen, die Haarstruktur besser analysieren und dann auch wirklich sagen, so und so sieht's aus, wir machen vielleicht doch noch mehr Grafts. Das ist natürlich auf jeden Fall so. Wie gesagt, Maximum wird transplantiert. Dann Dolmetscherin, ganz, ganz wichtig, ist natürlich immer an deiner Seite ab dem Tag der Vorbesprechung, Operationstag. Und wenn du Fragen hast etc., ist sie immer da. Sie gibt natürlich auch alles schriftlich nochmal raus, die ganzen Instruktionen, die du dann auch brauchst für auch die Nachsorge natürlich, ja. Und nach der OP geht es dann auch direkt wieder ins Hotel, kannst dich ausruhen. Am nächsten Tag musst du nochmal kommen zur Nachkontrolle. Da wird dann nochmal alles gecheckt, der Verband wird abgenommen, der Kopf wird gereinigt und dann bist du quasi entlassen und kannst auch wieder zurückfliegen nach Deutschland oder wo auch immer du wohnst. Und ja, das ist so grob zusammengefasst. 3 Tage in Istanbul, 2 Nächte im Paket enthalten, reicht vollkommen aus. Kannst natürlich auch länger bleiben, alles überhaupt gar kein Problem. Genau. Ansonsten kriegst du natürlich auch von uns das Nachsorgepaket, was beinhaltet Shampoo, Lotion, Medikamente, Nackenkissen. Auch wichtig, musst du tragen nach der Operation mindestens 4 Nächte. Danach kannst du wieder normal schlafen. Also musst immer so ein bisschen mit dem Körper nach oben schlafen, ja, damit auch die Grafts nichts abbekommen. Und Hut kriegst du gegen die Infektion draußen an der Luft. Solltest du auch erstmal tragen, ja, so die ersten 1-2 Wochen. Kannst natürlich auch gerne deinen eigenen Hut tragen, der sollte aber ungefähr genauso aussehen. Dann Medikamente, genau. 1 Woche musst du noch ein Antibiotikum nehmen, kriegst noch Antischwellungstabletten. Das kann manchmal sein, dass Schwellungen auftreten nach der Operation. Ist überhaupt kein Thema, tut nicht weh. Da muss man immer so eine Massage machen in Richtung Ohren. Man muss viel Wasser trinken, also mindestens 3 Liter am Tag. Und genau, das ist eigentlich recht wichtig, dass man einfach auch diese Schwellung schnell wieder los hat. So, du kriegst natürlich auch noch einen Hut von uns. Hier einmal unser Elitair Transplant Hut. Den musst du dann aufziehen und zwar darf der nicht auf den Grafts aufliegen. Deshalb ist der auch so locker. Das ist halt so eine Art Fischerhut, ja. Kann man natürlich auch umdrehen, je nachdem, wie du möchtest. Und genau, das ist auf jeden Fall einmal der Hut. Dann gibt es noch unser Nackenkissen. Muss man natürlich auch anziehen. Wie gesagt, 4 Nächte auf jeden Fall. Einfach so ganz normal wie ein Nackenkissen halt einfach anziehen, hinlegen und nicht bewegen. Also im Bett, ja, auch wichtig. So, dann gibt es noch unser Stirnband. Dankeschön. Das wird gegen die Schwellung angezogen. Muss auch wirklich dranbleiben, also mindestens 5 Tage soll man das anziehen. Das hält nochmal die Schwellung auf, ja, das wird einfach dann so angezogen und damit diese Schwellung nicht ins Gesicht rutscht. Ansonsten ist es natürlich noch wichtig vor der Operation, dass man 1 Woche vorher kein Alkohol trinkt, kein Aspirin zu sich nimmt, also alles, was das Blut verdünnt, einfach weglassen.
wenn du viel rauchst, also wirklich ein starker Raucher bist, bitte reduzieren, am besten ganz weglassen eine Woche vorher und 24 Stunden vorher auch keinen Kaffee trinken und am besten gar keine Zigarette rauchen. Nach der OP das gleiche Spiel, auch kein Alkohol, man soll sich auch nicht sexuell irgendwie betätigen, ja, auch ganz wichtig. Also man sollte nicht ins Schwitzen kommen. Vor allem mit Sport sollte man natürlich auch erstmal eine Pause machen, also insgesamt 2 Wochen mindestens. Nach 4 Wochen kann man dann auch wieder richtig loslegen. Und das Gleiche gilt für die Sonne. Man soll 4 Wochen auf jeden Fall aus der Sonne rausbleiben. Und dafür gibt es natürlich auch den Hut, den ich schon gezeigt habe, um sich vor der Sonne zu schützen, wenn man jetzt auch natürlich irgendwie in Urlaub geht oder so. Ja? Man sollte nicht schwimmen, auch erstmal 4 Wochen. Und genau, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen diesbezüglich. Und wenn ihr Fragen habt, einfach gerne melden. Tschüss!